Noch Noch das mehr sind auch Pillager. Pillager. Ja. Ein weißes Pferdchen. Nass, fast. Jetzt nass. Nass, nass, am nassesten. Wo ist das schnell? Ja, nimm noch mit. Ich habe hab schon zwei Pferde zu Hause. Ich habe auch noch einen Sattel da. Irgendwo in einem meiner vielen Beutel. Ich glaube, ich habe keinen Sattel mehr. Miep, miep. Miep, miep. Das ist wirklich so eine Map, wo ihr eigentlich automatisch schon immer weiterlauft, weil ihr wissen wollt, was hinterm nächsten Berg ist. Auf jeden Fall gibt es hier viele Schafe. Kannst du dir einen dicken Wollpulli machen? Was ist das denn? Okay, hier gibt es auch schon wieder was. Guck mal, das sieht ja auch heiß aus. So, die Frage, wo bist du? Ein rundes Loch. Ein wirklich rundes Loch im Berg. Wenn man hier steht, aus der Perspektive. Siehst du das? Kannst du das bei dir auch sehen? Also wenn du von hier guckst, ist ein rundes Loch. Richtig rund. Naja. Wenn du auf meinem Platz stehst, ist das richtig rund. So. Sie springen kann das Pferd auf jeden Fall nicht. Und da oben steht schon wieder so ein komisches Ding rum. Das ist ja so nur ein halber Block, Mini, was das springt. Ein kleiner Miniturm, guck mal. Von Ausguck. Das ist ja genial. Guck mal, was man hier für eine Aussicht hat. Irre. Wahnsinn. Das ist ein strategisch sehr guter Punkt, finde ich. Hm. Und hier ist die Höhle, wo man dann durchkommt. Also Geheimgänge bauen und alles hier, ey. Ah, Leute, ich habe den ganzen Kopf voller Bauideen, aber ich kann ja nicht überall bauen. Kenn ich. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ich habe so viele Ideen. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Deswegen reisen wir ja hier schon seit ein paar Folgen rum, mehr oder weniger. Ich habe am Anfang nur meine kleine Base gebaut, damit ich überhaupt mein Zeug alles unterkriege. Was ich dann so einsammel auf den Reisen, aber...